Hey Leute, ja, ein Freund von mir hat sich eine Computerbildspiele gekauft und da drin ist ein lustiger Code gewesen. Das hat er mir heute über Skype mitgeteilt und den habe ich eingegeben hier unten bei Entercode. Da konnte man das dann hier machen und dafür habe ich dann ein lustiges Package bekommen, das Computerbildspiele-Package, dass ich jetzt mal gleich öffnen werde. Irgendwie ist da eine OP-P90 drin und ein cooles, in Anführungszeichen, Cappy. Was bringt das? TBS Cap Permanent. Wie geil. Und eine 30 Tage P90. Also das hat Stil, finde ich. Ja. Okay, aktivieren wir das mal. Would you like to activate? Ja, das möchte ich. So, jetzt gucke ich mal, wie overpowered das Ding wirklich ist. Wie die aussieht. Total rot. Yeah. Jetzt kommt der Killer mit der roten P90. Und ich glaube, ich mache mal gleich eine Ingame-Aufnahme. Habe ich irgendwo noch nicht? Ich habe noch eine P90. Ich wusste den. So, jetzt hier mit Double P90. Jetzt geht's ab, Alter. Okay, Leute, ich bin jetzt mit der P90 online. Da steht überall immer Computerbildspiele drauf. Ja, das muss natürlich sein. Versuchen wir mal gleich unseren ersten Kill damit zu bekommen. Oh, ich habe jetzt echt schon lange nicht mehr Computerbildspiele gespielt. Ach, nicht Computer. Ah, jetzt komme ich schon voll durcheinander. Schon lange nicht mehr Command Arms gespielt, denn ich war ja auch im Urlaub und nicht so oft zum Zocken gekommen und kann nicht mehr aimen, wie man sieht. Aber da die Pilon sich so op ist, habe ich ihn. Warum schießt sie weiter? Warum zur Hölle schießt sie weiter? Hä? Ich drücke jetzt gar nicht auf meine Maus, also nebenbei. Scheiß Maus. Okay. Okay, sie schießt nicht. Sie schießt nicht, sie schießt, sie schießt nicht, sie schießt nicht, okay. Gut, mal gucken, was sie so kann und wie gut die ist. Ich habe doch gar nicht auf die Stats oder so geguckt. Ich denke mal, aber das ist ganz in Ordnung. So, wie viel Muni hat die? Hat jetzt ganz 100 Schuss, okay. So, jetzt guck dich an. Ich mach dich tot. Oh, Kill Nummer 2, da ist Kill Nummer. Ah, noch nicht ganz. Komm, 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 Kill Nummer 3. Dankeschön. Ah, ich kämpfe. Och, schade. Sieht man wenigstens um, dass ich jemand mit der Computerbildspiele P90 hier gekillt habe. Ja, sieht man nicht. Schade. Ja. Ganz nett das Ding. Ganz lustig, das ist ja für 30 Tage, weiß gar nicht, ob ich es euch gesagt habe. Weiß nicht, ich glaube, das stand auch da. Und dann gibt es noch so ein komisches Cappy, das habe ich jetzt auch mal angekommen, ja. Angezogen, ja, aufgesetzt, ohne Granate. Einfach um cool zu sein, ja. Pistol! Ja. Jetzt laufe ich mit roter P90 und rotem Cappy rum. Und übrigens, ich bin ja abends gerade eingeloggt, nach einer Langzeit mal wieder neu. Komm mal abends. Und ich habe ja gesehen, da gibt es diesen neuen Modus und diese neue Mission oder keine Ahnung. Blood Money? Money? Blood? Keine Ahnung, wie man es im Englischen ausspricht. Alter, das ist schlecht. Blood Money. Denke ich mal. Sofern mich nicht alles täuscht. Und, Osaya, ist das ein Review? Nein, das ist kein Review. Hey. So. Warte, eine Batterie gibt es seit neuestem, was auch immer die bringt. Jo, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins nächste Game mit der Waffe. Okay, bin ich wieder in-game und Two Towers Game ist das jetzt hier. Ich muss mal gucken, wie ich mich jetzt überhaupt jetzt zurechtfinde. So lange habe ich nicht mehr Command gezockt. Naja, wir waren gerade bei Blood Money. Und so, erstmal hier hochhüpfen, ohne zu failen. Ja, okay, Fraps, halbwegs konstant. Ja, ich muss einfach mal gleich spielen und mal gucken, wie es ist. Ich habe ja keine Ahnung. So wie es jetzt aussieht, so vom ersten Hintergrund aus, könnte es ja so eine Art Fireteam oder so sein. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht muss man irgendwie auch gegenseitig sich killen, irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt. Und soweit ich weiß, habe ich jetzt gesehen, dass es irgendwie bis 8 Spieler ist. Und ich kann mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass man gegen eine KI spielt, weil sonst müsste es ja irgendwie, ja, ein Fireteam sein und es ist ja kein Fireteam, da habe ich mich sehr gewundert. Okay, aber genug von meinen ganzen Verwunderungen und. Oh, alter Fraps. Ich habe vor, mir noch einen Computer zu kaufen übrigens. Komm, mit der coolen Computerbildspiele kann man noch einen Headshot über die Entfernung machen, hä? Das geht doch, oder? Computerbildspiele, ihr seid doch cool, ja.
30 Hitpoints, ich lasse es mal lieber. So. Huch, warum bin ich gestorben? Eigentlich, wenn man da aufs Geländer hüpft, kriegt man keinen Damage. Nee, ich suche keinen Clan, Leute. Übrigens, das fragen mich auch ganz viele, ob ich nicht irgendwie in einen Clan rennen möchte. Und jetzt achte ich irgendwie gar nicht auf das, was ich spiele. Ich laber gerade nur noch. Und es laggt und... Alter, das wird so ein richtig schlechtes Gameplay-Video, glaube ich. Oh mein Gott. Ich muss mal ein bisschen wieder einzocken, ein bisschen Skill hier bekommen. Gerade bei 38 Frames per Second. 50 möchte ich eigentlich mindestens schon haben in diesem Spiel. Das ist meine Erfahrung. Warum, da sind noch ganz viele Gegner. Das kann ich doch alle tot machen. So. Toll. Aus dem Turm rausgesnippt. Der Beste hat schon 7 zu 8 zu 2. Ja, das ist der gute Sammy hier. Ja, der ist Elite. Der mich übrigens wahrscheinlich nicht kicken wird. Ich hatte gerade ein ganz nettes Gespräch mit ihm in der Lobby. Dem ist ja irgendwie immer so, ne? Unpersönlich. Boah, hat der irgendwie gerade einen. Ups. Not short. Ich habe noch einen Schuss in der Waffe. So, Überraschung. Hallo, Überraschung. Überraschung. Schade, keine Überraschung. Niemand. Kommen. Okay. Ich habe irgendwo ein Autoturret da oben. Ganz toll. Autoturret ist ja da. Kann man sein Skill so richtig schön falten. Ja, das kann man auch so schön stolz auf seine Kills sein, weil man so ein Ding irgendwo geplantet hat und dann damit Kills bekommt. Aber egal, Autotouren sind eh ganz nette Sache. Dann denke ich mal auf jeden Fall auf Clan Wars, da könnte ich nämlich ultra anstrengend sein. Ja, die Erfahrung habe ich da manchmal gemacht, wenn da irgendwie... Es gab ja Zeiten, wo man noch mehr als ein Autotour gleichzeitig kriegen konnte. Ja, da wissen vielleicht einige gar nicht mehr, die jetzt 9,1 Arms sind. Auf jeden Fall, da habe ich, dann gab es da Clans, die haben dann... Alter, ich sollte mal mit der coolen Copy-Level-Spiele P90 mich nicht von der normalen Standard-P90 own lassen, die hier ein MLG Person NA trägt, ja. Ich habe die coole rote Computerspiele P90 und sollte jetzt mal ein bisschen mehr abgehen. Gerade bei solchen Noobs im Team, aber bei solchen Lags, eieiei. Raps. Und mit dem neuen Computer soll noch alles besser werden. Okay. Okay, Auto-Trigger, ganz toll. Ja, hat den Kill bekommen, das ist Wahnsinn. Hätte auch nicht gedacht. Ja, dann gab es Clans, die haben da einfach um bei Capture the Flag, ja, 10.000 Turrets neben die Flagge gemacht und man kam halt einfach nicht ran und dann hat man halt automatisch verloren gehabt. Und, ja, das war ein Sniper, ich glaube nicht. Naja, das war dann schon ziemlich anstrengend und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man das dann gepatcht hat, dass man halt nur ein Auto-Turret gemacht hat. Dann gab es halt Clans, die haben sich halt immer selber umgebracht, um schnell wieder neue Auto-Turrets legen zu können. Ja, das war schon lustig. Na, komm, krieg ich den Kill auf die Entfernung? Sieht so aus. Auf dem Turm hockt jemand. Hätte ich jetzt einen Sniper mit, aber ich habe ja nur 2x94 bei. Wir sind unpraktisch 5 zu 5. Ich bekleckere mich nicht gerade mit Ruhm und das Video ist, glaube ich, auch gerade nicht so geil. Ich hoffe, man hört mich überhaupt laut genug, weil das Mikro ein bisschen weit unten ist. Oben ist. Oh, ich hab's mal ein bisschen runtergedreht. Hoffentlich geht's jetzt besser. Naja, mal gucken. So, hier die ganzen Hornets. Und da war jemand auch im Turm drinne, aber da scheint niemand mehr drin zu sein. So, mal gucken, ob hier jemand langkommt. Kommt von da jemand? Nein, aber hier. Komm weg, Rüben. Mal, was das denn für ein Lag? Ja, guck mal, am Lag halt auch mal gerne, das ist halt so. Kommt doch vielleicht gleich jemand hoch, hä? Komm, hopp, rüber übers Geländer. So, aber bis jetzt gefällt mir die Waffe eigentlich ganz gut. Ja, ist nett. Habe ich die 30 Tage, da kann ich schon ein bisschen was mit anfangen. Vor allem, ich sehe die ja kaum, die Waffe. Ja, Computerspiel ist ja eh nur ein deutsches Magazin, also... Okay, huch, das war ja ein Verbündeter. Hätte jetzt gar nichts mitbekommen. Also, denke ich mal, wenn eh nur deutsche Spieler die Waffe haben. Aber ich finde es ganz lustig, dass Computerspiel das überhaupt macht. Sachen. Jetzt habe ich genug Computerspiele gesagt, die können auch ganz cool sein und nur CBS sagen. Ich könnte auch ganz cool sein, einfach mal ins Wasser springen. Und eine KD von 6 zu 6 haben. Ja. So, jetzt aber.
Ja, wo geht's jetzt hier lang? Ich glaube hier irgendwie rüber, ich möchte nicht wieder im Wasser landen. Aua. Ich renne. Hat jemand irgendwie ein paar 8-Kits dabei? Nee? Alter, hat jemand echt Langeweile, oder? Ganz doll Langeweile. Ja, und jetzt chatten die da halt hart. Mal hier runter. Und werde gebackreaped. Das ist toll. Das ist genau das, was ich vorhatte. Ich wollte euch zeigen, wie einfach ich gebackreaped werden kann. Und das Spiel geht eh nur noch 40 Kills. Und das ist schade. Oh ja, jetzt Fraps gerade wieder mit einer Framerate von unter 30. Ja, das ist. Oh, jetzt kommt noch ein krasser Hacker rein, der alles schön versaut. Das ist mir wieder ganz typisch. Jetzt kommen Kicken, 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 Kicken. Schade. Alter, diese Scheißhele-Hacker hasse. Wird jetzt mal gekickt? Haha, endlich. Was der falsche? Nee, was eigentlich nicht. Ist es überhaupt ein Hack, der hier so viele Rauchgranaten wirft? Man kann doch nicht nur zwei haben, oder? Oder sind das viele Spieler? Ich habe echt keine Ahnung. Rauchgranaten-Hack, auch geil. Ha. Ja, und wenn man dann noch so einen Hack hat, dass man die Rauchgranaten nicht angezeigt bekommt, da ist man irgendwie schon im Vorteil, falls es sowas gibt. Ich weiß es nicht. So, jetzt den Kill habe ich wenigstens bekommen. Ja, noch 26 Hitpoints habe ich. Ja, den Kill habe ich auch bekommen. Und jetzt darf ich hier nicht sterben, wenn ich aufs Geländer springe. Ja, nee, ist auch nicht passiert. Und da kommt jemand. Und den habe ich auch noch erwischt. Krass. Ja, sind auch gerade so durchschnittlich 45 Frames per Second. Das merkt man, ne? Dass ich dann auf einmal Kills bekomme. Ja, und mit dem neuen Computer, wie gesagt, soll doch alles richtig backweepen, zielen, zielen, aimen. Ah, oh, scheiße, schade. Ach, der ist tragisch. Tragisch, tragisch. 9 zu 10. Ich habe eine KD, die, obwohl, naja, okay, das kann man nicht so werten. Das sind ja noch die vom Telekiller hier. Aber früher gab es ja so viele Telekiller. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr gespielt, aber kommt das eigentlich oft vor, dass jetzt hier so wieder so viel Tele-Gedingens wird? So. Komm, stirb. Ein Doppelkill, noch 18 Schuss in der Waffe. Okay. Da macht's Bumm. Und jetzt sind es gerade, ja, so 52 Frames. 42, nicht 50 Frames durchschnittlich. Das ist ordentlich. Stirb. Ich kann wirklich nicht mehr aimen, das ist krass. Double Kill durch Headshot. Ah, schade. In die Minen reingelaufen. Geht 17 Kills, 13 von 17. Ey, das müsste eigentlich normalerweise für mich locker zu schaffen sein, aber irgendwie verkacke ich gerade so übel. Ach, alter Scheißendreck. 125, gleich ist das Spiel vorbei. Noch 15 Kills. Und jetzt leckt gerade wieder übel, aber ich habe den Kill trotzdem bekommen. Ja, der wollte den backreapen, aber ist nicht drin, Junge. Ist einfach nicht drin. So. Und jetzt nochmal aufs Dach rauf und da ist keiner und kann ich irgendjemand einen Headshot geben, der vielleicht auf dem Turm steht. Da. Das Opferchen krümmelt sich in die Ecke, verkrümelt sich in die Ecke lieber. Und krümelt sich in die Ecke. Da liegen wieder Minen, da gehe ich mal nicht lang. Und das Match ist wirklich gleich vorbei. Noch 9 Kills. Vielleicht kriege ich ja noch ein, zwei davon. Komm, zwei Stück noch. Ja, Nummer 1. Scheißendreck. Scheißendreck. Woher kenne ich das Wort eigentlich? Scheißendreck. Das sagt doch immer irgendjemand. Ich weiß es nicht. 15 zu 12. Und noch 6 Kills, dann ist das Match vorbei. Und ich hoffe, ich mache einen davon. Da oben ist jemand, 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 da oben ist jemand. Da oben ist jemand, den ich gekillt habe. Da oben war jemand, den ich gekillt habe. So. Und dann mache ich runter, gucken, sind der Minen. Nein, aber da ist ein Kill. Ich habe doch zwei davon. Zwei von sechs. Komm, drei von sechs. Drei von sechs. Habe ich Damage bekommen? Na, schade. Aber immerhin, ich bin auf Platz 2. Ich bin überrascht, dass ich am Schluss noch so viele Kills bekommen habe. Und zwei davon sind ja auch vom unserem netten Freund, dem Telekiller. Was nehmen wir jetzt hier mal? Klicken wir mal dahin, wo die Batterie ist. Also 17 zu 10. Das ist eine sehr schlechte, schwache 2er-KD. Das ist eigentlich keine 2er-KD. Das ist eine 1,7er-KD. Aber naja, ich bin damit zufrieden. Was soll's? Okay, mal gucken, was ich bekomme. Oh, Trigger Type C. Yeah! 10%! Ein Item! Und damit werde ich meine Aufnahme beenden. Ich hoffe, nach der langen Zeit hat euch das Video wenigstens halbwegs gefallen. Ich muss mich erstmal einzocken. Ich gucke mir wahrscheinlich dann nochmal bald dieses
Blood Money an und na mal gucken. So, das war's erstmal von mir. Tschüssi.